Das Jalayat ist verbotenes Land und nicht für die Menschen gemacht. Liegt es doch jenseits von Bastrabuns Bann? Da wundert es nicht, dass sich von hier noch immer schreckliche Geheimnisse alter Zeiten verbergen und die Seelen der Yaladadim bedrohen. In Ruinen und exischen Unheiligtümern wartet das Verderben in Krakengestalt. Immer wieder werden zertrümmerte Jade-Statuen mit Tentakeln aufgefunden und in den Sümpfen gehen allerlei Gezücht und sogar wahrhaftige Echsenmenschen um. Nur Kinder der Einfalt suchen diese Gegend auf. Yamaha, bekannter Heimamujim aus Zorigan. Oh Geliebte, ich habe dich schon so viele Male gerufen. Und doch ist es, als sei es diesmal das erste Mal. Es heißt, selbst die Götter müssen sich Satinath beugen, also... Weißt du überhaupt, wer ich bin? Groß ist deine Macht in diesen Tagen. Ich bin voll der Ehrfurcht, doch ich würde dich immer und überall erkennen. Und ich bin sicher, dass du auch mich erkennst. Wir kamen hierher aus der Zukunft, um den Gürtel deiner Widersacherin im Zugriff der Welt zu entziehen. Doch dieses Unterfangen erweist sich zugleich als einfacher und als schwieriger als erwartet. Einfacher. Denn alles, was von uns erwartet wird, ist nichts zu tun. Nicht einzuschreiten. Und zugleich ist es unendlich viel schwieriger. Denn Gut und Böse entgleiten mir an diesem Ort. Ich habe Seite an Seite mit einer Priesterin der Bal-Khalil eine Leftan-Statue verteidigt, die vielleicht ein gebundener Dämon ist. Und dennoch sagt man mir, dass sie die Stadt vor der Pforte des Grauens beschützt, die hinab ins Reich deiner Widersacherin führt. Jetzt ist diese Priesterin tot. Und ich trauere um sie. Ich würde für ihre Seele beten, aber... Nun ja, es erübrigt sich wohl. Ich befürchte, dass meine Vorgänger den Untergang von Yerkesh verursacht haben. Denn die Leftan-Statue, von der ich sprach, steht heute in meinem Heimattempel in Fazar. Ich bezweifle, dass du deinen Dienern aufgetragen hast, sie zu stehlen. Aber wir wissen ja, wie Menschen sind. Gierig, unwissend, fehlbar. Gilt das auch für mich? Tue ich das Richtige, wenn ich Donatiens Wunsch nachkomme? Ich fühle kein Vertrauen in ihn, aber was er sagt, klingt vernünftig. Und ich sehe keinen besseren Weg. Ich hatte immer Zweifel, ob wir in der Lage sein würden, den Gürtel tatsächlich zu vernichten. Was er sagt, bestätigt das nur. Was ist gut und was ist böse? Wer ist Freund und wer ist Feind? Die Antwort darauf ist kompliziert geworden. Doch ich habe das Gefühl, der Wahrheit näher zu kommen. Und dafür danke ich dir, Geliebte. Die Last der Erkenntnis drückt schwer auf meine Schultern. Doch du würdest sie mir nicht aufbürden, wenn du nicht wüsstest, dass ich sie tragen kann, ohne daran zu zerbrechen. Was geschehen muss, wird geschehen. Denn es ist bereits geschehen. Yerkesh wird untergehen. Und wenn es soweit ist, dann musst du den Schleier des Vergessens über seine Ruinen breiten, damit sich niemals wiederholt, was in den kommenden 5 Tagen geschehen wird. Gib, dass wir das Richtige tun. Und dass wir den rechten Zeitpunkt nicht verpassen, um Yerkesh hinter uns zu lassen. So habt ihr euch einquartiert, in dem Gasthaus zum mannstollen Soldaten. Hier ist es relativ heruntergekommen, die Lichter sind relativ duster, es gibt nur wenige Kerzen, die hier stumpig herunterbrennen
Und so sitzt ihr im zweiten Stock. Irgendwo neben euch gibt es weitere Gänge, die dann abführen zu den Zimmern. Aber auch selbst auf dem Flur hat man noch das ein oder andere an den Tisch gestellt, damit man dann hier sitzen kann und sein Bier trinken kann. Und während ihr dort sitzt, über den Tag sinniert, den ihr hier erlebt habt, könnt ihr sehen, wie die Tür sich wieder öffnet und Zulamin von einem der Zimmer, die abführen, wieder zu euch herantritt. Ah, ihr seid ja alle hier. Es ist nicht so, als gäbe es viele Orte, an die wir entschwinden könnten, Kapitän. Naja, wir könnten direkt wieder zurück durch das Portal gehen. Nicht ohne die Kapitania. Darüber ja, sollten wir reden. Ich verstehe trotzdem nicht, warum wir uns überhaupt ein Zimmer genommen haben. Das Problem ist, dass wir nicht die einzigen sind, die durch den Riss gekommen sind. Iphemia und ihr Gefolge sind immer noch hier. Und wenn ich die Sache mit dieser Zeitreise richtig verstehe, sie wirft einen Blick in Richtung Abelmir, dann können auch sie den Verlauf der Dinge ändern. Das ist eine Theorie, aber ja, das könnten sie. Und wenn sie diesen Satina-Frevel begehen, was würde dann mit uns passieren? Nun, im schlimmsten Fall würde unsere Existenz ausgelöscht werden. Ich wollte gerade sagen, weil wenn sie den Gürtel hier entfernen und Donatian ihn dann nicht 600 nach Bosbarans Fall findet, dann würde er den Tetraeder nicht erschaffen, damit wir nicht hier hinkommen und dann könnten wir gar nicht hier sein und damit würden wir ein Paradoxon erschaffen und Satina würde uns auslöschen, korrekt? Nun ja, aber wir wissen doch, dass hier Erekesh untergeht. Wir gehen davon aus, dass es mit der Statue des Balak Kelevatan zusammenhängt. Aber wissen tun wir es nicht. Vielleicht wurde der Gürtel entfernt und Donatian hat ihn irgendwie später wieder in die Finger bekommen. Wenn ich jetzt Boltax richtig verstanden habe, dann sitzt er jetzt in seinem eigenen Zimmer und entwirft jetzt diese Rätselqueste für Donatian, korrekt? Ich fürchte ja. Und er denkt sich jetzt irgendwas Fieses aus, oder? Er denkt sich etwas aus, ob es klug ist oder nicht, und wir werden sehen. Er wird sich etwas ausdenken, das dem Intellekt des Magiergrafen angemessen ist. Also, ich bin vor circa einem halben Stundenglas in seinem Zimmer vorbeigelaufen und habe irgendwas auf Torwalsch gehört. Oh nein. Also ich hörte, als ich das letzte Mal daran vorbeiging, hörte ich ein Klackern wie von Würfeln. Okay. An sich ist es ja egal, wie schwierig die Aufgabe wird. Hauptsache, Donatian löst sie. Nun, wir wissen, dass er sie bereits gelöst hat. Also wird Boltax sich wohl nichts so Schwieriges ausdenken können, dass es ihm nicht gelingt. Ich bin froh, dass er sich der Sache annimmt. Und dann werfen wir die hier in den Baron Ula als Flaschenpost und die schwimmt dann durch die Ozeane und treibt dann irgendwann 600 nach Bosbarans Fall, treibt sie dann zu ihm auf seine Füße, oder wie? So dürfte es der Plan sein. Es ist egal, wo man sie platziert. Sie wird gefunden werden. Wir befinden uns in einem Ringschluss. Was auch immer wir tun, sollte Donatian darauf aufmerksam machen, dass er uns darauf aufmerksam macht, dass wir ihn darauf aufmerksam machen, dass wir uns darauf aufmerksam machen. Sonst würde dieser Kreislauf ja nicht funktionieren. Naja, aber wir dürfen diese Nachricht nicht in Erekesh lassen. Das funktioniert dann nicht. Nein, denn... Und verschleiert wird. Genau, denn wir haben erfahren, dass die Götter sie dem Zugriff der Menschen entziehen. Das heißt, Donatian könnte sie hier nicht finden. Wir könnten sie einem Reisen zuspielen. Einem Avesha-Priester. Oder jemand anders. Aber es müsste sichergestellt sein, dass er bald aufbricht, nicht erst nach den Festtagen. Wir könnten einen Boten damit beauftragen, ihm in exakt 600 Jahren die Nachricht vor die Füße zu werfen. Naja, oder wir werfen sie, wie gesagt, einfach in eine Flaschenpost. Oder das. Baron Ula treibt sie dann ja sowieso ins Meer und dann irgendwo hin. Da wird sie dann auch nicht unterwegs gefunden. Also wenn man sie 30 Kilometer von hier in der Erde vergräbt, dann heißt es ja nicht, dass die Flasche das überlebt. Sollten die gängigen Hypothesen über den Zeitfluss zwischen den Kausalknoten sich bewahrheiten, sollte es reichlich egal sein, wie wir es anstellen. Die Post wird ihren Weg finden. Nun, mir gefällt die Idee mit dem Baron Ula. Ich habe gehört, der macht aber nicht viel mit Dingen, die man hineinwirft.
Das verstehe ich nicht. Ist das nicht eher etwas Gutes? Denn nicht, wenn dann wir wollen, sollte die Nachricht unbeschädigt bleiben. Nur nicht, wenn wir wollen, dass sie zuverlässig Jerkisch verlässt. Wie bereits gesagt, die Zeit wird sich selbst richten. Wartet es nur ab. Und was machen wir jetzt die restliche Zeit? Also so wie ich jetzt Donatien verstanden habe, geht jetzt Jerkisch demnächst unter. Ich weiß nicht, was jemand von geringerer Befähigung tun wird. Ich werde die Zeit nutzen, um mit dem Magiergreifer zu konferieren. Er hat einiges an Weisheit über die Jahrhunderte angesammelt. Nun, ich denke, ich werde mich mit der örtlichen Bevölkerung unterhalten. Es ist ein interessantes Phänomen, dass man, nun ja, Personen aus der Vergangenheit mit ihnen sprechen kann. Sie können einen viel erzählen, was vielleicht sonst im Dunkeln der Geschichte bleiben würde. Ich denke auch, wir sollten an Wissen mitnehmen, was wir mitnehmen können. Die Frage ist noch offen, ob wir einen Blick auf die Pforte selbst riskieren sollten. Ich würde davon abraten. Hattet ihr nicht gesagt, ihr wollt die Pforten des Grauens auf Maraskan schließen? Warum habt ihr jetzt Angst vor dieser Pforte? Nun, bei dieser dortigen Pforte wissen wir, wie sie schließen. Hier wissen wir es nicht. Pforten der Balkalil sind selten. So selten, dass ich euch von keinem einzigen Beispiel erzählen könnte. Was nicht bedeutet, dass es nie andere gegeben hat oder geben könnte. Aber gerade deswegen halte ich es für wichtig, Informationen über sie zu sammeln. Und wenn wir uns dazu entscheiden, dann sollte das bald geschehen. Denn ich denke, sobald das erste Siegel gebrochen ist, ist das ein Risiko von völlig unangemessenem Ausmaß. Insofern ist es richtig, dass diese Art von Pforte sehr selten ist. Und eine nahegehende Untersuchung wäre ein großer Wissensgewinn für die Magierschaft. Nun, ihr steht aber in der Versuchung, eure Seele zu verlieren. Das ist euch schon klar. Aber mir, im Gegensatz zu gewissen anderen, bin ich stark genug im Willen, um mit solchen Dingen umzugehen. Es ist schließlich buchstäblich meine Profession. Nun, das hörte ich schon von zahlreichen anderen Gefährten, nun ja, die nicht mehr unter uns weilen. Und wie viele eurer zahlreichen anderen Gefährten wurden von den besten Dämonologen ihrer Zeit ausgebildet? Wir verkehren in der Vergangenheit nicht mit Dämonologen. Dachte ich mir. Ihr verkehrtet mit Stimpen. Nun ja, so will ich ihn nicht nennen, aber... Sulamin, diese Gespräche, diese Schwanzvergleiche sind sehr ermüdend. Das ist wahr. Nun, die Herren, ich würde diese Sache auf keinen Fall ohne göttliche Rückendeckung angehen, wäre aber bereit, Serpentilio zu begleiten, denn ich sehe es als meine Pflicht an. Ich habe eine andere Frage. Sulamin, gerade du als eine Tochter von Niobara und Donatien, was hältst du von den anderen Töchtern, die gefangen genommen wurden? Es hat den Anschein, dass eine der drei uns verraten hat, die dritte, die ihren Namen nicht nennen wollte, als Diamantis danach fragte. So sieht es aus. Die Frage bleibt, was machen wir mit den anderen beiden? Nun, wenn wir die Möglichkeit haben, denke ich, sollten wir sie befreien. Dann also wir gegen ein ganzes Banner. Ich bin nicht sicher, was wir mit dem Banner tun. Ich bin auch nicht sicher, was Euphemia und Assabat tun werden. Und einmal mehr macht ihr der Zunft, der ihr fortwährend vorgibt, anzugehören, die allergrößte Schande, Kelbara. Ihr denkt doch einmal nach. Unfassbar, wirklich. Nun, ich denke, wenn es hier erst einmal richtig losgeht, dann werden viele der Pfauengardist froh sein, wenn sich ihnen ein Ausweg der Katastrophe bietet. Vielleicht ist es möglich, sie dazu zu bewegen, uns zu folgen. Aber das hängt stark davon ab, was Euphemia tut. Und wie gesagt, Azkaban bereitet mir Sorgen. Er scheint mehr als nur neugierig zu sein, was den Gürtel angeht. Wir sollten Donatien warnen, dass es sein könnte, dass er dort auftaucht. Und Euphemia, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was sie in ihrer Verfassung tun wird. Sie scheint mir ein unberechenbarer Faktor zu sein.
Dann schicken wir doch einfach Diamantus auf das Dach und lassen ihn auf Köpfe schießen. Sollte sich jemand dem Tempel nähern? Bin ich für dich etwa nur ein besserer Wachposten oder was? Also ich meine, ich stelle mich hier aufs Dach. So ist es nicht, aber... Sind hier nicht genug Wachen in der Stadt? Nun, niemandem, dem wir vertrauen können. Außerdem würden sie, glaube ich, es hinterfragen, wenn wir ihnen den Befehl geben, einen Raya-Priester zu exekutieren. Wir haben immerhin keine Hoheit über die Wachen hier. Ich zumindest gehe stark davon aus, dass es nicht so einfach ist, den Gürtel da von diesem Podest einfach runterzunehmen. Habt ihr dem Mann nicht in die Augen geschaut, wie er uns das freigebig einfach überlassen hat, die Möglichkeit, die da runterzunehmen? Das kann nicht bei mit rechten Dingen zugehen. Irgendein Zauber oder so drauf liegen. Ihr könnt unter euch ein Grollen hören, was durch den Berg läuft. Naja, das klingt nicht gut, aber ich denke eher, dass sobald man den Gürtel anfasst, er einen in sein Band ziehen wird. Wie war die Aussage, die er traf, ja? Ihm ist wohl niemand bekannt, der bislang in der Lage war, inklusive ihn selbst, sich dem Band des Gürtels zu entziehen. Wir sollten es also nicht darauf ankommen lassen. Ich möchte mich auch dagegen verwehren, Asaban auch einfach von irgendeinem Dach abzuschießen. Er ist nach wie vor ein Geweihter meiner Göttin. Wir sollten ihn nur davon abhalten, etwas Dummes zu tun. Denn ich glaube, er hat eine gewisse Neigung dazu. Naja, wir müssen auch darüber nachdenken, was hier in den nächsten Tagen passieren wird. Darüber bin ich mir nicht ganz sicher, aber denke nicht, dass es gut aussieht. Während du das sagst, nimmt das Grollen des Berges unter euch zu und die Taverne, in der er sitzt, fängt an, sich zu schütteln und zu rütteln. Steine, die runterbrechen und Holz, das reißt. Dieser Gedanke scheint ein wenig zu spät zu sein. Bücke mich etwas nervös um. Verlassen wir vielleicht das Gebäude für das Erste? Eine gute Idee. Sicherheitshalber. Denkt ihr, ist das die Pforte? Ich dachte, wir hatten noch 5 Tage. Eine Probe auf Körperbeherrschung. Ihr könnt sehen, wie das Holz direkt vor eurem Tisch nachgibt, aufreißt und ein riesiger Spalt in der Taverne klafft. Dort, wo euer Tisch eben war, sinkt er nach unten ab und ihr rutscht hinterher. Serpentilius der Erste, der herunterrutscht und dann hart im... Ja, zumindest erstmal im ersten Stock aufschlägt. Dann bekommst du 3 Meter, 4 Meter, 4W6 minus 4 Sturzschaden. Darf ich dann... Ne, Körperbeherrschung ist die Körperbeherrschung. Hast du gerade gewürfelt? 4W6 minus 4, 16 minus 4 sind 12. SPA, ja? SPA, genau. Schlägst dann auf dem Tisch auf und bist froh, dass du dann nicht weiter in diesen Erdspalt rutscht, wo es wohl noch weiter runter geht. Und dann zur anderen Seite wegrutscht. Sorry. Ulamin stürzt hin und packt ihn an der Robe. So prompt wollte ich nun auch nicht das Gebäude verlassen. Vor allem nicht nach unten. Kommt, Mudaris, ich weiß nicht, ob es das schon gewesen ist. Lasst uns trotzdem auf den Vorplatz hinaus. Engen wir wirklich noch an dem Plan fest, sagt Serpentino, während er sich aus dem Überresten des Mobiliars erhebt, dass wir so lange hier bleiben wollen, bis die Sache abgeschlossen ist. Nun, die Alternative ist, dass alle Leute, die Iphemia hier hereingebracht hat, zusammenzutreiben und hinauszuschaffen. Er scheint da einen Moment lang drüber nachzudenken, sagt dann aber nichts und eilt aus der Tür. Ja, um euch herum stürmen natürlich noch weitere Leute aus den Türen heraus. Jeder blickt sich um, nicht nur aus der Taverne, sondern auch aus den anderen Gebäuden, die hier drumherum stehen, am Rande der Stadt. Und alle beten sie zu den Göttern, zu verschiedensten Advaya beispielsweise, natürlich auch Rahandra und wem auch immer man gerade seine Gaben geschenkt hat, sodass man dann seine Hände nach oben reißt und in den Himmel ruft. Ich schaue mich mal um, ob es, keine Ahnung, vielleicht Anzeichen auf irgendwas Vulkanisches oder so gibt. Oder muss ich annehmen, dass es die Pforte ist? Also, du kannst gerne mal auf... Oh, was gibt es da für eine Gesteinskunde? Könntest du mal... Weil wenn jetzt die Erde aufreißt... Du machst sowas auch immer nur, wenn Boltax nicht da ist, oder? Habe ich definitiv nicht. Ich könnte es probieren.
Ja, dann probier's mal bei mir. Gerne. Oh, gute Probe. Ja, Abelmir, du kannst es dir angucken. Die Erde bebt nicht mehr ganz so stark, aber der Riss ist auf alle Fälle geschehen. Gab wohl auch über zahlreiche weitere Spalten und Rissen in gesamten Stadtteil. So von eurer Position aus könnt ihr das auf alle Fälle sehen, wie es da verschiedene Rufe gibt. Es gibt ein paar wenige Verletzte, aber vor allem viele Leute, die da draußen getreten sind. Du kannst weder Lava erkennen, noch das Gas ausströmt, also kein Schwefel, den du riechst oder irgendwelche anderen Verbindungen, chemische Verbindungen, die da jetzt gerade rausdampfen. Das war wohl erst einmal nur ein Erdbeben von merkwürdigem Ursprung, aber keine vulkanische Aktivität. Nun, das scheint wohl nicht vulkanischer Ursprung zu sein. Ein leichtes Erdbeben, nun, dessen Epizentrum direkt unter uns wahrscheinlich befindet. Dann muss es die Pforte sein. Aber heißt das, dass ein Siegel bereits gebrochen wurde? Das schien zu muten. Boltax hat die Statue bewegt. Nun. Ja, aber in diesem Moment ist nichts passiert. Nun, vielleicht hat sie das Siegel nur geschwächt und nicht gebrochen. Schließlich ist sie ja noch dort. Aber wir wissen doch sowieso, dass die Stadt untergehen wird. Also irgendein Siegel wird gebrochen. Es ist nur wichtig, dass es nicht der Gürtel ist, sondern dass der hier verbleibt. Naja, und ihr habt doch gesagt, dass die Statue mittlerweile in Fasar steht, oder nicht? In der Zukunft, ja. Ja, ich dachte, wir hätten gestern heute Morgen, den Diebstahl der Statue durch die Elämmer verhindert. Aber ich konnte mir sowieso keinen Reim darauf machen, wie sie über die Elämmer nach Fasar kommen sollte. Gar nicht, weil jemand den Fasarern zum Glück die Elämmer davon abgehalten hat, sich die Statue anzueignen. Dann gibt es jetzt verschiedenste Gruppen, die hier für Unfug sorgen? Nun, das ist nicht so überraschend. Aber vielleicht wäre dann ein Ansatzpunkt, morgen in Erfahrung zu bringen, ob sich Leute aus meiner Heimatstadt hier befinden. Warum sollten wir das tun? Aber warum sollten wir das tun, Kapitania? Wir wissen, die Stadt wird sowieso untergehen. Nun ja, und sie sind nicht hinter dem Gürtel her, wie wir ebenso annehmen können. Entsprechend sollten wir uns eher darum bemühen, alle anderen freischwebenden Akteure aus dem Spiel zu nehmen, bevor sie an der Sache rütteln können. Nichts und niemand hat etwas davon, wenn wir jetzt einen vorletzten Versuch vereiteln, die Statue hinfortzuschaffen. So oder so landet sie in Fasar. Er hat recht. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich sollte nicht meine persönliche Neugier befriedigen, sondern mich auf die Aufgabe konzentrieren. Also die Taverne ist zumindest zerstört. Dann schlafen wir jetzt auf offener Straße, oder wie? Wir könnten uns Zellen besorgen und außerhalb der Stadt nächtigen. Wir könnten einfach alle Rektonation darum bitten, uns im Tempel einzuquartieren. Nun, wer ein Haus bricht, kann auch ein anderes brechen, nicht wahr? Im Tempel der Widersacherin schlafen? Ihr habt ja wohl den Schuss nicht gehört. Hält euch ein besserer Ort in der Stadt ein, außer vielleicht der Krack selbst. Also dann schlafe ich lieber bei den Ziegen oben auf den Feldern. Wie ist euch beliebt? Es muss nicht unbedingt die Ziegen sein, sondern wir können uns ein etwas, nun ja, ruhiges Plätze suchen mit einer gewissen Aussicht auf die Stadt. Dann gehen wir zurück zum Portal? Nein. Wir bleiben in dieser Zeitperiode. Ja, wir können uns doch neben das Portal setzen. Mir ist auch noch ein Gedanke gekommen. Wenn wir den Tetraeder hier in der Stadt benutzen würden, würden wir dann unter dem See herauskommen? Oder verhindert der göttliche Bann, dass wir in diesem Bereich auftauchen können? Eine Frage, die am besten an den Magiergrafen zu richten wäre. Ich könnte es hier und jetzt versuchen. Kannst du auch lassen. Oder wollt ihr zu Lamin? Naja, nicht, dass ich was gegen eure Zeitveränderungspläne hätte, aber können wir das lassen? Nun, schlimmstenfalls würden Wassermassen durch den Riss hier in die Stadt hereinbrechen und nun, wir würden allermindestens eine Menge Aufmerksamkeit erregen. Nun ja, wir könnten auch ein Portal zu einem völlig fremden Welten öffnen. Wir wissen nicht, was passiert. Ich würde ungern ein Portal in die siebte Sphäre öffnen. Nun, wenn wir den Tetraeder so wenig unter Kontrolle hätten, dann sollten wir uns seiner gleich überhaupt nicht bedienen. Aber ich finde Abelmirs Plan nicht so schlecht, sich auf den Hügel zurückzuziehen.